Seele, Ball. Der Fußball-Podcast mit Uli Potowski. Herz, Seele, Ball am Samstag meldet sich aus dem Oval Office in der Nähe von Aachen. Ja, immer noch beeinflusst mich die amerikanische Wahl und wohl offensichtlich auch immer mehr Fußballfans. Denn ich habe es ja, glaube ich, hier schon vermeldet. Schalke 04 hat sich als deutscher Meister ausgerufen und die Saison für beendet erklärt. Jetzt zieht der erste FC Köln nach. Da haben wir auch ein kleines Bild dazu. Und ich muss sagen, ja, da werde ich gerichtlich gegen vorgehen. Ist ja klar, meine ganzen Anwälte werde ich darauf ansetzen, dass jede Stimme ausgezählt wird. Und dann kann das Ergebnis ja nicht stimmen. Alles verrückt, was da in Amerika passiert. Unfassbar, was man da zum Teil unter Demokratie versteht. Demokratisch ist das, was ich hier mache. Ich bereite mich vor auf das Wochenende. Beispielsweise auf VfB Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt. Und das sind so Fakten. Wenn nur die zweite Hälfte bisher gewertet worden wäre in der Bundesliga, ja, dann wäre der VfB Stuttgart Tabellenführer. Das ist so ähnlich wie mit Köln und Schalke als deutscher Meister, nicht? Aber das Leben findet nicht im Konjunktiv statt. Ich zahle gerne dafür in mein imaginäres Phrasenschwein, das ich selber füttere, um dann am Ende des Jahres, am Ende der Saison, vielleicht davon in Urlaub zu fahren. Es wird nicht so weit gehen, vielleicht in die Eifel oder an die Mosel, wird mir ja reichen. Ich mache meine Hausaufgaben gerade. Jahn Regensburg, das mache ich am Sonntag, gegen den VfL Osnabrück. Da ruft man dann beispielsweise den Carsten an, den Stadionsprecher vom VfL, und fragt schon mal nach, wie sprechen die sich nochmal aus, die Spieler da, Almenido oder so. Da muss man ja dann doch ganz vorsichtig mit sein. Denn in manchen Ländern geht man da so unglaublich präzise damit um. In Brasilien zum Beispiel, wenn die Schürrle sagen, das klingt wie bei uns in Deutschland. Kleiner Spaß, die sind da alle nicht so extrem, wie wir sind. Garrincha. Kennt ihr Garrincha? Ich glaube, die meisten sind zu jung dafür. War ein legendärer brasilianischer Rechtsaußen. Hab da einen kleinen Hinweis bekommen. Es gibt ein tolles Buch über Garrincha. Und das war auch so ein Menschenfreund. Der war mal in einer Kneipe in Rio und die Kneipe war brechend voll und Riesenumsatz gemacht. Der Wirt war begeistert. Garrincha war da. Alle wollten Autogramme und so weiter. Dann schaut Garrincha aus dem Fenster auf die gegenüberliegende Straßenseite und da ist eine Kneipe. Kein Mensch drin. Was macht ein wahrer Menschenfreund wie Garrincha? Er wechselt die Kneipe. Und alle sind mit rüber. Und so hat der auf der Gegenseite auch mal guten Umsatz gemacht. Ich finde, das ist eine sehr, sehr schöne Geschichte. Max Kruse, darüber haben wir gestern gesprochen. Da hat sich Thorsten Matuschka gemeldet. Großer Union-Fan. Mein Gott, lass den doch. Endlich mal einer, der für Wirbel sorgt und Theater. Und er ist eben halt ein bisschen anders als alle anderen. Stimmt, ich fand das ja auch nicht so schlimm gestern mit dem Max. Eher lustig. Lustig auch Haaland. Gefragt bei einem Fernsehsender, bei einem internationalen Fernsehsender, nach dem Spiel, als er zwei Tore geschossen hatte. Die letzte Frage dann, werden Sie heute Nacht mit Ihrer Freundin ins Bett gehen? Also ich traue mich ja auch schon manchmal, bekloppte Sachen zu fragen. Bin auch ein großer Freund davon, mal was Verrücktes zu fragen, aber die im Studio sind bald zusammengebrochen. Da war auch eine sehr nette junge Dame dabei, die hat am lautesten gelacht. Und Haaland hat so geantwortet, wie er immer antwortet. Kurz, knapp und präzise. Aber was es nicht alles gibt, was für eine Frage. Das würde ich mich nicht trauen. So, ich hatte mir noch irgendwo was aufgeschrieben. Also, was durchaus Wichtiges, nämlich der Fußballspruch des Jahres geht an Tune, jetzt Trainer beim HSV. Als er das gesagt hat, war er noch Trainer in Osnabrück. Er hat nämlich über den Spieler Jatta vom HSV gesagt, wer es also nötig hat, gegen den HSV irgendwie zu klagen, wenn er nicht gewonnen hat, um da einen Flüchtling irgendwie anzugreifen, der ist ganz, ganz arm dran. Fußballspruch des Jahres bekommt er von VW, danke VW, 5.000 Euro an Preisgeld und er spendet das 2.500 für das Flüchtlingshaus in Hamburg und die andere Hälfte für seine alte Heimat Osnabrück. Und das finde ich,
ja, es gibt diese schöne Formulierung, aller Ehren wert. So, wer wird denn nun Präsident? Und wer gewinnt bei Dortmund gegen Bayern? Ich habe eine ganz kleine Bitte an alle meine Kolleginnen und Kollegen. Nennt bitte dieses Spiel nicht den deutschen Klassiko oder so. Es gibt nur einmal diesen Begriff und der steht nun mal für Barcelona gegen Real. Wir neigen dazu, sowas aufzunehmen und dann weiter zu plappern. Nee, müssen wir nicht. Gut, ihr könnt plappern auf Facebook oder Instagram. Herzlich willkommen seid ihr dort. Ich verabschiede mich bis morgen. Bin lange unterwegs, werde irgendwo aus dem Zug oder sonst wo ein paar kleine Impressionen senden. Es wird sich besonders wieder lohnen, unsere Herz-Seele-Ball-Facebook-Seite aufzurufen, weil da gibt es ja das Ganze auch als Video. Mal gucken, wen ich da noch so treffe mit kleinen Häppchen aus dem Zug vor dem Stadion oder wo auch immer. Das war's, Freunde. Ich wünsche euch einen schönen Samstag und ein tolles Spiel zwischen Dortmund und Bayern. Herz, Seele, Ball kommt morgen wieder. Und Uli kann sich jetzt wieder hinlegen.